Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen Spring Break Pepper Smoothie und der ist super schnell gemacht, also schmeißt euren Mixer an, denn jetzt geht's los. Am Anfang kümmere ich mich um die Erdbeeren, die habe ich kurz abgewaschen. Dann wird der grüne Strunk entfernt und kurz abgeschnitten. Und anschließend werden die Erdbeeren noch kurz halbiert. Dann gebe ich Joghurt und die gefrorenen Himbeeren in den Mixer. Und anschließend die Erdbeeren. Dann noch etwas Honig für die Süße. Und der pikante Paprikapfeffer. Alles gut vermischen. Und fertig ist der super leckere Smoothie. Fertig ist der Smoothie, das reicht auf jeden Fall für ein großes Glas und dann wird direkt mal probiert. Der Pfeffer gibt dem Smoothie noch den richtigen Kick und mit dem Joghurt schmeckt es einfach super geschmeidig und lecker fruchtig durch die Erdbeeren und Himbeeren. Der Paprikapfeffer ist leicht pikant, aber nicht zu scharf. Ihr könnt da ruhig 2 Teelöffel reintun, das ist noch vollkommen okay und wer es ganz scharf mag, kann natürlich mit Chili und Cayennepfeffer experimentieren. Wenn euch das Video und das Rezept gefallen hat, unten in der Infobox sind übrigens nochmal die Zutaten, nochmal genau aufgelistet, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere nicht vergessen und schaltet morgen wieder ein um Punkt 16 Uhr. Viel Spaß beim Ausprobieren.